ich wollte euch was über GitInex erzählen. GitInex ist ein Programm, eine Erweiterung für Git, die von Joey Hess geschrieben ist. Joey Hess ist ein Name, den man durchaus kennen kann. Der ist zum Beispiel unter anderem für IkiWiki verantwortlich, für ETC Keeper und für DebConf. Das ist ein ganz hohes Debian-Tier, der hat da eine Menge dazu beigetragen und so. GitInex ist in Haskell geschrieben und gibt es seit irgendwie, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, oder zwei. Ja, was GitInex ist? GitInex ist, wie gesagt, eine Erweiterung für Git und was sie tut ist, im Prinzip erlaubt sie einem, Dateien in einem Git-Repository zu haben. Das arbeitet mit ganz normalen Git-Repositories und ist auch völlig austauschbar mit anderen Sachen nutzbar. Erlaubt einem in seinem Repository Dateien zu haben, von denen man nur die Anwesenheit trackt, ohne dass man sich für den Inhalt interessiert. Insbesondere nicht für irgendwelche Diffs zwischen irgendwelchen Commits. Das klingt erstmal widersinnig und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, was will er denn jetzt von mir so richtig? Aber wenn man es als Beispiel sieht, ist es sehr, sehr einfach zu verstehen eigentlich. Nämlich, ich habe damit meine Musiksammlung in einem Git-Repository gesteckt. So, das könnte man mit einem normalen Git überhaupt nicht machen. Sobald man da 10.000 Dateien mit jeweils 3 MB hat, kann man das nicht mehr sinnvoll verwenden. Egal wie toll Git ist, dafür ist es einfach nicht gedacht. Mit GitInex kann man das aber. So, ich habe jetzt hier mein Musikverzeichnis. Und so, das ganze Ding ist ein Repository. Was jetzt anders ist als in einem normalen Git-Repository, das kann man sehr leicht sehen, wenn ich von meiner Lieblingsband Abba hier einfach mal anzeige, wie das Verzeichnis aussieht. Wie man hier sieht, die ganzen Dateien, die irgendwann mal MP3-Dateien waren, sind Symlinks. Und diese Symlinks, die zeigen auf oberverzeichnis.git/index/objects/sowie-noch und dann auf eine Datei, die dem Hash des Inhalts entspricht von der ursprünglichen Datei. Klar soweit? In der Hash steht direkt ein Dateiname drin und nicht in den Dateiinhalt, oder? Was? Das sind Symlinks. Ja, aber die Datei wird auch bezeichnet, die trägt den Hash in ihrem eigenen Dateinamen. Genau, ja. Genau. Und deswegen ist das auch in so einem Unterverzeichnis nochmal drin, weil, ne? So. Jetzt, was jetzt GitInex für einen macht, GitInex gibt einem einen Haufen Tools an die Hand, mit denen man diese Symlinks managen kann und auch den Content von Dateien. Wenn ich jetzt von Content von Dateien rede, dann meine ich immer die Sachen, wo die Symlinks am Ende drauf zeigen. Zum Beispiel, ich glaube hier oben, nee, natürlich nicht. In meiner Musiksammlung, ich muss gerade mal gucken, ob ich irgendwas Neues dabei habe, dann könnte ich das sehr einfach an einem Beispiel machen. Flyleaf. Ich habe hier eine Band Flyleaf und die hat dieses Album da. Das hier sind ganz normale Dateien. So, diese Dateien sind jetzt in meinem in dem Verzeichnis drin und sind nicht irgendwie, wenn nicht irgendwie getrackt oder so, gar nichts. So, wenn ich die jetzt in mein Git hinzufügen will, in das GitInex, dann mache ich GitInex den ganzen Krams hier, ganz normal, wie man es von GitAdd auch gewinnt, ist nur halt ein Next vorne dran. Und was er dann tut, ist, er nimmt sich die Checksummen davon, verschiebt die Dateien alle in das .git/index/sowie-noch hin, den Content, und setzt sie dann als Symlinks hier rein. Die Dateien kann ich dann logischerweise nicht mehr einfach bearbeiten, weil dann würde sich ja der Hash ändern und so weiter und so fort. Deswegen sind die alle read-only. Aber das will man auch bei großen Dateien eigentlich nicht haben, wenn man so eine Location tracken will, was man will, wenn man GitInex benutzt. So, das Spannende daran, warum man das benutzen will und warum man trotzdem noch so ein Git darum haben will, ist, dass ich jetzt sagen kann, bei irgendeiner Band, wenn ich mir zum Beispiel denke, ich möchte den ganzen ABBA-Crap will ich loswerden, dann mache ich GitInex Drop ABBA. So, dann sagt der Drop. Und was man da jetzt sieht, was er macht, ja, das ist ein bisschen Debug-Output, erkläre ich gleich. Was er da jetzt macht an der Stelle, könnte länger dauern. Okay, reicht? Du stellst doch die Sendung. Nein, das Gegenteil. Und zwar, wenn ihr hier guckt, sagt er, okay, ich droppe diese Datei.
die hier. Und was er macht, er checkt in den Remotes, die er kennt, ganz normale Git Remotes, guckt er nach, ob der Content dieser Datei vorhanden ist. Und nur wenn das gegeben ist, nach bestimmten Parametern, wird er die Datei dann löschen. Was kommt er denn jetzt an? Da frage ich gerade, wie mein Vortrag läuft. Ja, ich schreibe mal kurz. Alles klar. Okay. Ja, das, was Next für einen tut, ist, dass es in allen Remotes, die es kennt, weiß es voneinander, welcher Content von Dateien gerade da ist. Und dieser Content ist unabhängig von den Symlinks. Jetzt habe ich das ausgeführt und wenn ich jetzt in mein Aber-Verzeichnis gucke, dann sollte hier oben der erste Symlink. Oh crap, ja, jetzt macht es nur ganz oder gar nicht, wie es aussieht. Ich schmeiße einfach mal den hier raus. Ups. User Error, aha. Schön. So. Genau, da sagt das hier schon. Could not verify the existence of 0 out of 1 necessary copies. Man kann das einstellen, bei mir ist es einfach relativ niedrige Priority. Er sagt mir, er findet kein anderes Remote, in dem die Datei da ist und deswegen droppt er sie nicht. Dann sagt er mir, failed. Das scheint daran zu liegen, dass die Datei auf Cupcake nicht da ist. Ich hätte erwartet, sie ist da. Und das macht er halt daran fest, wo diese Repositories available sind. Wie bei allen Repositories, das sind jetzt irgendwelche im Netz, aber ich könnte zum Beispiel auch einen USB-Stick haben, über den ich das share oder sonst irgendwas. Und Location Tracking hat man an dieser Stelle noch in der Form, als dass man diese Symlinks, wie sie hier sind, ja, eigentlich möchte ich schon mal einen droppen, Moment. Keine Ahnung, irgendwas, was da ist. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier irgendein random Album nehme und diese Datei hier droppen will. Drop sie. Ja, kriegt er macht da tatsächlich einen Error. Ja, das ging bis vor kurzem noch. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, dass das Git Next auf Cupcake, was er checkt, das hat eine ältere Version. Und weil Next Sachen braucht, die Git Shell nicht kann, nimmt der Git Next Shell und der unterstützt scheinbar diese UUID-Option noch nicht. Das ist also ein Versionskonflikt. Das ist ein bisschen doof, bis vor kurzem, sprich ungefähr vor einer Woche, ging das noch, dass er zwar das hier angezeigt hat, aber er hat es trotzdem checken können. Das geht jetzt scheinbar nicht mehr. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass es nicht mehr geht oder ob es besser gewesen wäre, wenn das. Naja. Was hätte passieren sollen? Was eigentlich passieren soll, das kann ich auch mal machen, weil ich weiß, dass die Datei, genau, ich kann es auch mal forcen. Git Next Drop USF. Schwingen. Ups. Ich weiß gerade selber gar nicht, wie die Syntax ist. Minus Force. Da bin ich mir nicht sicher. Muss probieren. Doch, genau. So. Jetzt hat das gedroppt einfach. Und dann sieht man schon, der Symlink ist immer noch da, aber der Content ist weg. So. Der Content ist aber immer noch auf irgendwelchen anderen Servern und wenn ich ihn jetzt haben will, kann ich ihm sagen, hier versucht das mal zu getten, dieses Ding hier, und dann sagt er, alles klar, hole ich mir, zack, und hat den Symlink wieder ausgefüllt. So, das funktioniert immer noch, wie gesagt, ist allerdings ein Versionskonflikt, bisschen doof, dass das gerade bei der Demo mehr Vorfeld hat. Diese Symlinks kann man immer noch rumschieben, wie man Bock hat. Und wenn ich das, was man in seinem normalen Git trackt, das sind im Prinzip nur diese Symlinks. Das heißt, wenn ich das jetzt hier verschiebe, könnte ich ganz normal das dann committen, dass ich es verschoben habe. Wenn ich mir meine History angucke hier, in meinem Dings, dann habe ich zum Beispiel hier, habe ich den Donkey Kong Soundtrack hinzugefügt. Und dann sieht man, dass er diese Dateien da hinzugefügt hat, aber eben ohne Content. Und irgendwo anders hin merge, wenn ich ein zweites Repository habe, wenn ich was hinzufüge, können wir mal machen, pass mal auf. Ich mache git clone mp3 nach mp5. Jedem klar, was das heißt? Oh, das Verzeichnis gibt schon, das habe ich schon mal so demonstriert. mp6. Da haben wir das mit dem Unterstrichen wieder gesehen, schön, nicht? So, das kann jetzt eine Weile dauern, weil es viele tausend Dateien sind. Okay, vergesst, was ich gesagt habe, das ist super schnell, weil git super awesome ist. Jetzt habe ich hier mein mp6-Verzeichnis, in dem sind alle Sachen tote Symlinks. Jetzt kann ich ihm auch hier wieder sagen, git next get aber. Dann guckt er, woher kriegt er die. Die kriegt er von lokal. Wenn es lokal ist, dann macht er auch Hardlinks einfach draus. Und damit ist dann der Content. Ups. Wieso waren das tote Symlinks?
Weil durch einen Clone klont er nur alle Symlinks, aber nicht irgendwelchen Content von Dateien. Und das ist das, was man machen will. Er trackt zwar die Location dieser Datei und mit dem Hash eben auch, welche Datei das ist an sich, aber der Inhalt der Datei selbst ist scheißegal. Solange der Hash da ist, weiß er zwar, okay, in dem und dem Remote Repository ist das irgendwo da in seinem Punkt, gibt /index, aber ich hab's gerade nicht da. Ich dachte, das wäre der Sinn.